Derjenige, der da kommt, ist eine Kutscherin, genau. Und fährt die dann weg. Oh, was ist denn das? Ich kann mich nicht erinnern, dass der Wagen so voll war. Naja, diese alten Augen sind wohl nicht mehr so zuverlässig. Puh, ich denke, wir sind sicher. Hey, ich hab die alte Frau schon mal gesehen. Das ist meine Oma. Nicht jede alte Frau ist deine Oma. Diese hier aber schon. Warte, wirklich? Wann? Weh. Das WWW, das warte wirklich wann? Als wir nach Labyrinthia gekommen sind. Ah. Der Professor und ich sind in diesem Wagen aufgewacht. Du denkst also, diese Fahrerin ist eine Entführerin, die euch betäubt hat und dann in ihrem Wagen verschleppt? Der ist bestimmt aus Lebkuchen, der Wagen. Hm. Ja, es ist die gleiche alte Frau, wie das letzte Mal den Wagen gefahren hat. Wenn das der Fall ist, denkst du, der Wagen könnte uns aus der Stadt bringen? Vielleicht wurden die Hexen, die verbrannt wurden, mit diesem Wagen transportiert. Dann würde es jetzt hier nach verbrannten Hexen riechen, oder? Hm, du könntest recht haben. Dann könnte Fräulein... Dann könnte Fräulein... Entschuldigung. Fräulein, Entschuldigung. Ja. Fräulein, Entschuldigung gefällt mir am meisten. Hey, in dem ganzen Spiel. Ich sehe mich gezwungen, hier einzuschreiten, einer jungen Dame in Not zu helfen, ist die Pflicht eines jeden Gentleman. Herr Layton! Alles in Ordnung, Fräulein Fay? Ich bin gerade etwas erstaunt. Ich auch. Dass Professor Laytons Stimme so übersteuert, wie konnte das durch die Qualitätsprüfung? Das ist ja fast wie... Wadenkrämpfe und Verspannungen durch Magnesiummangel. Nein, aber natürlich, was ist das hier? Ich dachte, Layton ist golden und sie ist tot. Layton, befinden die sich im Himmel? Ein bewaldeter Himmel. Ja. Das kann doch nicht sein. Das finde ich jetzt ein bisschen plötzlich. Warum ist das so? Mal sehen. Wir werden es erfahren. Ja. Alles in Ordnung. In der nächsten Folge, freuen Sie sich. Alles in Ordnung, Fräulein Fay. Oh, dann... Wir brauchen die Maya-Sprecherin! Wir brauchen die Maya-Sprecherin! Wo ist sie? Moment, Sie ist gerade nicht online, schade. Naja. Dann nächstes. Ja. Schreibt ihr, sie soll online kommen. Komm online! Wir brauchen sie! Wir brauchen sie, Fräulein... Fay. May. apropos Fräulein May. May. Unmöglicher geht's gar nicht. So. Ja, die süße Zeugin habe ich leider nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwann brauchen würde. Da denke ich jetzt nur so. Hören Sie hier nicht so rum, Mann. Okay, ist denn bei ihr alles in Ordnung? Was tun Sie denn hier? Die reden übrigens. Ja, ich weiß. Ja, du hörst ja wieder alles, aber die Macht bekommst du nicht. Das erkläre ich später. Wir sollten schnellstens von hier verschwinden. Ja, warum? Warum? Nun gut. Wer will zuerst? Zeig dich, Don Paolo! Was? Die machen ja gar nichts. Denken Sie, Ihr beeindruckendes Schwert...
Dieser Stock hat sie erschreckt? Reden die immer noch über das, was er gegen die benutzt hat? Ja. Vor allem, warum erst ihr beeindruckendes Schwert und dann dieser Stock? Ihr beeindruckender dieser Stock. Dass das eh noch dran ist, ja. Ja. Egal, jetzt haben wir eine Fluchtmöglichkeit. Kommen Sie, laufen wir in den Wald. Echt jetzt? Entkommen können. Der übersteuert doch übelst. Fällt dir das auch auf? Nee. Ja? Hä? Nee. Nee? Nee. Also bei mir übersteuert der. Würde mich echt interessieren, ob das immer so ist oder ob das jetzt nur an der Aufnahme liegt. Aber Maya übersteuert ja nicht. Bei mir. Fluchtexperten. Weil die werden mit einem Fluch belegt. Ach Moment, das kennen wir doch. Kennst du noch Tex Avery? Ja. Bleib, 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 bleib. Seltsame Gestalten in Robben umkreisen das Gebiet. Mit ihren Laternen können sie drei Felder nach vorne sehen. Führe Professor Layton zum unteren und Maya zum oberen Ausgang. Moment mal, hast du gesagt in Robben oder in Roben? In Robben, ja. Die haben die sich übergestreift. Denke daran, dass die seltsamen Gestalten ebenfalls einen Schritt machen, wenn Maya oder der Professor sich bewegen. Bringe beide ans Ziel. Robben. Oh, das sind bestimmt auch die Leute, die mit Stöckern draufhauen. Mit beeindruckenden Stöckern. Nicht zu verwechseln mit Kamelen, die haben nämlich Höckern. Moment, sollen die jetzt in verschiedene Richtungen raus? Oder in die gleiche? Nein, verschiedene. Und wer muss nach wo? Das weiß ich nicht mehr. Layton zum unteren und Maya zum oberen Ausgang. Okay. Wie, die müssen sich... Nee, ach so, wir können umschalten, ja, wen wir nehmen. Solange jetzt Layton da drüben nicht Gefahr läuft, da muss jetzt zurück. Maya. Ach so, nee, stimmt, er kann ja... Ja, stimmt, man kann ja umschalten jetzt. Stimmt, cool. Jetzt ist aber... jetzt kann Layton wieder. Jetzt ist die Frage. Oh, nice. Klappt. Das hatte ich ja voll. Okay, ein Schritt zurück. Sind wir schon. Okay, jetzt erstmal Maya in Sicherheit bringen. Jetzt Layton. Jetzt muss Maya aber auch wieder ein Stück laufen. Achso. Jetzt kann Layton ja eigentlich schon fast fliehen. Ja. Müsste sogar jetzt gehen. Ja, er ist weg. Ja, okay, jetzt... Das sollte nicht mehr so schlimm sein. Naja, vielleicht haben wir jetzt ein Problem und Maya kann gar nicht fliehen. Warte mal. Wieso kann ich nur nach oben? Weil er eine Drehbewegung als Bewegung hat. Ach so. Komm schon. Nein! Ich wusste es. Okay, dann zack, 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 zack. Jetzt. Ja, jetzt haben wir aber ein Problemchen. Ja. Okay, das ist doof. Das heißt, da geht's nicht lang, oder wie? Nee. Ich glaube, du musst oben durch die zwei durch. Durch welche zwei? Diese zwei. Also halt. Du weißt schon. Nee, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich verstehe dich schon irgendwie. Also Moment, der dreht sich um, aber der macht. Ja. Also wir können nicht. Kann natürlich sein, dass das nur in diesem Cycle gerade ein Problem ist. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ah, nee, okay, das geht nicht. Ist nach oben. Jetzt habe ich aber das Problem... Nee, ich habe irgendwie... Oder bewegen die sich immer gleich viele, oder? Ja, die bewegen sich immer gleich viel. Also da komme ich nicht durch, würde ich sagen. Das wäre ja jetzt natürlich lustig, wenn Maya dadurch gar nicht die Möglichkeit mehr hätte. Oder? Aber... Warte. Nee. Mist.
Okay. Aber da kannst du doch jetzt nach oben durch. Kann ich nicht. Noch eins zurück. Da nach oben durch? Oh, nochmal hoch. Jetzt geht's. Ja. Merkwürdig. Okay. Bezeugt dann geht's ja. Rätsellösekompetenz. So, die bezeugt. Des Rätsellösens. Gut gemacht. Professor Layton und Maya haben sich zum Ausgang geschlichen. Jetzt flüchte in den Wald. Aber die sind jetzt an verschiedenen Orten. Warum sind sie wieder zusammen? Gut gemacht. Niemand scheint uns mehr zu folgen. Nicht so voreilig, Fräulein Fay. Ich fürchte, wir können das noch nicht mit Gewissheit sagen. Gucken Sie mal, dieser Typ da drüben, der uns die ganze Zeit anstarrt. Ich bin ein Baum. Ach, halt die Klappe, Baum. Sorry. Moment. Jo, dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Ja, übrigens, ja, das mit dem Baum, das war jetzt nicht schlecht. Das ist einfach so ein Typ in einem übel schlechten Baumkostüm. Ich bin ein Baum! Oh. Wir sind sicherer, wenn wir weiter vorstoßen. Stoßen. Nun gut, folgen Sie mir. Ja, Herr Layton. Neuer Ort der Karte, Rand des Dorfes. Na supi, jetzt haben wir doch glatt Professor Layton und Maya wieder, aber warum? Eine Hinweismünze! Bla bla! Noch eine Hinweismünze! So, gibt's sonst noch irgendwas, was wir anklicken können, was so schöne Hinweismünzen von sich gibt? Nö, das sieht nicht so hübsch aus. Da kommt sie einfach raus und das war's. Okay. Was ist da? Da war was. Blink. Diese Gegend ist etwas eintönig. Man könnte sich leicht verlaufen. Bleiben Sie in meiner Nähe. Ich erkenne diesen Baum. Hier waren wir schon, oder nicht? Alles sieht so gleich aus. Hier ist eine ganze Menge krummer Bäume. Die sind mir unheimlich, Professor. Oh nein, der Bildschirm ist ja plötzlich schwarz. Doch fürchtet euch nicht, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer und genervte Eltern, die das hier im Hintergrund mithören müssen, weil der PC fürs Kind immer noch im Wohnzimmer steht. Ihr habt gerade allesamt bloß ungefähr 1,5 Stunden an Videomaterial verpasst, weil die Aufnahme aus unerfindlichen Gründen und ohne dass ich es gemerkt habe, mittendrin ausgegangen ist und dementsprechend wir einfach weitergezockt haben, ohne dass es aufgezeichnet wurde. Doch keine Sorge, das Videomaterial wird an sich nachgeliefert, indem wir einfach die Aufnahme an dieser Stelle dann das nächste Mal neu machen. Ja, also bis dahin, viel Spaß bis zur nächsten Aufnahme. Zugeklappt, eingepackt kann ich nicht sagen, weil ich habe jetzt, während ich das aufnehme, gar nicht meinen 3DS draußen. Obwohl, ich könnte ihn ja trotzdem hier mal nehmen. Hört mal zu. Ha, zugeklappt. So, tschüss.